das Haus an der Friedhofsmauer aus dem Jahre 1981. Lucio Fulci, der Regisseur, welcher die Zombie-Filme der 70er und 80er Jahre prägte. Seine oft mit extremen Splatter- und Gore-Effekten angereicherten Filme werden häufig als einige der gewalttätigsten und blutigsten dieser Zeit bezeichnet. Ein Zombie hing am Glockenseil, die Geisterstadt der Zombies, wo ich auch schon eine Review drüber gemacht habe, dieser Film jetzt, das Haus an der Friedhofsmauer und der New York Ripper waren einige seiner größten Erfolge in diesem Genre. Doch ist dieser Film überhaupt noch ansehbar oder kann der weg? Nun, ich persönlich mag Horrorfilme der 70er und 80er sehr, weil sie einen ganz eigenen Flair haben. Und um ehrlich zu sein, ist er nicht jeder zeitlos. Manche wirken heutzutage echt leicht lächerlich, aber so mancher Film ist echt noch ein Augenschmaus und ziemlich gruselig. Wie sieht es jetzt mit Das Haus an der Friedhofsmauer aus? Nun, ein kleiner Funfact am Rande: Es gibt anscheinend zwei verschiedene Titel des Films. Der eine, Das Haus an der Friedhofsmauer, und der andere, Das Haus an der Friedhofmauer, also ohne S. Warum und wieso? Keine Ahnung. Also, ich fand die Story zwar nicht unbedingt aufregend, jedoch hat sie mich, man kann es schon so sagen, unterhalten. Das liegt zum einen an der Lauflänge von nur 86 Minuten, obwohl auch diese schon ein bisschen zu lang ist, aber nicht arg ins Gewicht fällt, was die Mankos des Films betreffen, zum anderen an den Horroreffekten. Der Film ist blutig, der Film ist brutal und wird seinem FSK 16 gerecht. Klar, manches sieht nicht mehr so zeitgemäß aus, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Das seht ihr ja hier im Trailer. Die Darsteller sind alle maximal durchschnittlich. Am schlimmsten finde ich hier den kleinen blonden Jungen, der einfach eine nervige Aura hat. Aber da hat sicher jeder seine eigene Meinung. Die kann sich ja jeder bilden. Alles sieht handgemacht aus, vielleicht auch ein bisschen zu handgemacht, weil das Monster, und da Anführungszeichen, nennen die es mal so, am Ende echt ein bisschen zu dämlich aussieht. Aber gut, der Film ist auch aus dem Jahre 1981. Vielleicht war das damals noch richtig gruselig. Ich persönlich weiß das nicht. Es werden Hälse aufgeschlitzt, Köpfe mit Messern durchgebohrt, Fleischteile mit bloßer Hand rausgerissen. Ja, gore-mäßig halt. Das ist nun mal eine Nummer härter als bei einem Horrorfilm oder um 10 Nummern härter, je nachdem. Nachdenken sollte man bei diesem Film nicht, sprich, welche Handlungen und Schlussfolgerungen der Figuren logisch sind und welche nicht. Das fällt zum Beispiel in der Szene mit der Fledermaus arg auf, aber das könnt ihr ja alles selbst erleben. Die Musik ist typisch der damaligen Zeit eingepasst, schrill, vielleicht ein bisschen zu laut, und dennoch hat sie etwas Furchteinflößendes. Also alleine in der Nacht könnte ich mir diesen Film wahrscheinlich nicht so wirklich anschauen. Ein gewisser Gruselfaktor ist definitiv da. Aber dennoch, ich fand diesen Film nicht großartig und auch nicht wirklich gut. Er erfüllt seinen Zweck, indem er brutal, blutig, ja auch gruselig ist, aber durch sein Alter nicht mehr so ganz überzeugen kann. Die Darsteller sind alle austauschbar und die Story, ja, die kann man eigentlich vergessen. Aber darum habe ich mir gar nicht angesehen, weil ich habe gewusst, dass die Story jetzt da nicht die wendungsreiche und die beste und die aufregendste ist. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Kommen wir zu meinen zwei typischen Fragen. Würde ich mir diesen Film nochmal ansehen wollen? Eher nicht. Aber würde ich diesen Film weiterempfehlen? Durchaus. Vor allem an Klassik-Horrorfilm-Fans, die würden dem sicher gefallen. Und jetzt kommen wir zu meiner Punktebewertung. Im Genre bekommt Das Haus an der Friedhofsmauer sehenswerte 7 von 10 möglichen Punkten, aber insgesamt, und da ist eine größere Differenz jetzt vorhanden, insgesamt bekommt er von mir nur 5,5 von 10 möglichen Punkten. Na, was sagt ihr dazu? Findet ihr Das Haus an der Friedhofsmauer gut? Findet ihr denn einfach großartig ein Meisterwerk von diesem Kultregisseur Lucio Fulci? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich jetzt nicht so meins? Da schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Rechts seht ihr jetzt von mir den Abonnier-Button und links seht ihr mein letztes Video. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite aus gesehen, ja. In dem Sinne, tschüssi, baba.